Die Arena Wien hat für uns eine ganz besondere Bedeutung, weil da haben wir die ersten großen Shows als Carmo und Crooked und auch ich davor noch als Carmo, er als Crooked gespielt. Und wir haben 2011 unsere erste große Live-Show mit dem LED-Käfig und mit MC und Sängerin aus England gespielt, was eigentlich bis dato eine unserer besten Shows ist. Ich kann mich erinnern, wie am nächsten Tag nach der Wien-Show 2011, ich glaube, ich habe mir den ganzen Tag die Footage angeschaut, weil mir die Gänsehaut aufgerannt. Ich hab gewusst, es wird gute Footage vorhanden sein, aber es hat einer das ganze Set von uns damals mitgefilmt. Voll. So lustig, ja. Und irgendwer von der Seite, geh, hol mir noch Bier, na, bleib mal da, warte jetzt. Ich muss aufs Klo. Ich muss sagen, es ist ein legendäres Video, das haben wir uns oft legendäres angeschaut. Video, ja. Wie das erste Mal in der Arena war, war ich Zuseher. Da war ich noch ganz jung, da war ich vielleicht 16, 17. Und habe mir NBC angeschaut, kann ich mich noch erinnern. Und das war ein ganz spezieller Moment. Ich bin vom Land aus Niederösterreich und wir haben da immer eine Fahrgemeinschaft gebildet von St. Pölten weg. Und dann ist man geblieben bis um 3 oder 4 und dann noch bis um 7:30 oder 8:30 in der Früh auf den ersten Zug warten. Also es war immer eine extreme Mission, aber es hat sich jedes Mal ausgezahlt. Zeitgeist Album 2 2013, ladies and gentlemen.